Okay, hier sind wir. Dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass wir hier noch ein bisschen. Die haben auf jeden Fall eine große Map noch. So, mal gucken, hier so ein bisschen die Lande mal schauen, dass wir da mal was erkunden. Ja, ich war ja dann relativ überrascht, dass das so Open World ist. Hätte ich nicht gedacht. Weil das hier, das begann ja ziemlich linear und ziemlich storylastig. Und da hatte ich dann gedacht. Ich ja nicht geahnt, worauf ich mich einlasse. Aber mal schauen, wie lange ich das jetzt hier noch, wie lange ich das jetzt hier nur noch durchmache. Mich noch ein bisschen mehr mit den Füchsen anfreunden. Hier müssen wir uns auf jeden Fall mit den Kristallen, mit den, keine Ahnung was, und mit den echt noch anfreunden. Und die Füchse als Freunde zu haben, ist definitiv eine gute Idee. So, unterwegs noch Zeug sammeln. Das können wir dann an solchen Spendendären sehr gut spenden. Wenn wir was nicht selbst brauchen. Ich meine, wir brauchen es selbst, aber ich spende es dann immer gerne, weil immer alle Völker für uns als Frieden, als Freunde oder als zumindest als Verbündete gesammelt haben, dann haben wir hier wenigstens eine peaceful, haben eine friedliche Welt hier, um uns keinen Kopf mehr zu machen, dass wir hier angegriffen werden. Ob man hier irgendwo schlafen kann, habe ich auch noch nicht herausgefunden. Karte, ich bin hier. Wir sollten mal ein bisschen nach hier lang gehen, würde ich doch sagen, oder? Nee, genau in die andere Richtung. Genau hier müssen wir lang. Ja. Ein spannendes Open World Game. Erstmal ein bisschen immer durch die Landschaften rennen. Ein bisschen mehr Ausdauer bräuchte ich auch. Das wäre nicht übel. Ich könnte noch ein bisschen länger als 2 Minuten laufen. Was haben wir denn hier? Finde off steht da noch. Ja, den müssen wir noch finden, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe keinen Plan, wo ich den finde. Okay, ja, so können wir auch gehen. Eigentlich muss ich unten lang. Den Pfad habe ich noch nicht erkundet. Gerade auch was da unten angeht. Hier runter müssen wir. Ist irgendetwas. Nordplateaus. Ah ja, da haben wir ein neues Areal. Ein neues Areal. Neue Area. Erkundet. Ah ja. So ungefähr hier wollte ich hin. Oh. So, der ist zu hoch für uns. Nein, nein. Das könnte gefährlich enden. Das könnte tödlich enden. Nee, ich will euch Elchens nicht. Ich hau schon ab. Greifen mich nicht an. Wo ist eure Spendenbox? Ich habe wieder einiges mit.
Ja, das sind Spendenboxen, müssen wir echt Ausschau halten. Eine ganz gute Idee. Wenn wir da den zum Frieden stimmen können, haben wir schon viel. Aber nicht viel zum Looten. Das finde ich ja schlecht. Schnapperantenne. Okay, haben wir was zum Futtern? Haben wir. Sehr schön. Monster töten ist auch bestimmt keine schlechte Idee. Okay, Nahkampfwaffe. Ein bisschen was wert. Sehr schön. Hat hier auch was gedroppt. Such den Schrein der Elche. Echt doofs. Oha, nein, 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 der ist noch voll aufgeladen. Das ist keine gute Idee. Weg hier. Die Elche als Freunde zu haben. Ach, das andere Volk ist bestimmt das Krokodilvolk. Ist auch mal sinnvoll, die als Freund zu haben. Eigentlich haben wir das Krokodil. Krokodilschrein stellen. Ist eine merkwürdige Markierung. Das Territorium ist unserer Spezies heilig. Wir werden immer versuchen, dieses Dorf zurückzuerobern, das unser Hauptdorf ist. Ja. Sollte man bestimmt direkt reinrennen. Waldenspendekasten. Das Krokodilsartigen Dinger. Die sollten uns auf jeden Fall zumindest halbwegs friedlich machen. Wir finden ja neues Zeug. Wir sollten hier erstmal investieren. Neutral, System. Haben wir schon mal, zumindest werden wir nicht mehr angegriffen. Not, aber dann sinkt das, glaube ich, dann bei den anderen. Wir sollten es zumindest alle irgendwie auf neutral hinkriegen. Können wir hier friedlich durch die Welt laufen und. Ein guter Kunden. Die Füchse sind noch verbündet, das ist gut. Das wollen wir natürlich auch darauf achten, dass wir bei denen nicht verkacken. Ah, ein Händler. Ich habe natürlich nichts zum Tauschen. Ich laufe mal mit gezogener Waffe zum Bürgermeister. Cool. Gleich nochmal Screenshot. Ach, geht gar nicht. Müssen wir halt eventuell gut für den Thumbnail.
Deswegen mal ein bisschen posieren. Oha. Okay, haben wir uns jetzt mit denen halbwegs gestellt. Sind wir vielleicht hier mal irgendwo am Marktplatz? Mal eine kleine Markierung machen. Damit wir wissen, wo das Dorf ist. Auf der Karte. Hier mal markiert. Sehr schön. Sammelabzeichen. Okay, jetzt kommen bestimmt auch vorbeikommen. Sammelabzeichen. So, jetzt sind wir auf der Map hier. Sollten wir mal ein bisschen nach unten hier das Gebiet durch nach unten. Hier sind die Bergfüchse, so wie ich das mitgekriegt habe. Hier haben wir auf jeden Fall die Krokodile in dem Bereich. Da sollten wir hier mal gucken, ob wir hier vielleicht noch die Elche und die Kristalle gibt es dann, glaube ich, irgendwie noch. Oder noch was finden. Lasst euch nicht stören. Oh, mit dir kann ich reden. Stößt ihr? Jut und selbst. Herr Bürgermeister. Jetzt reden die auch mit uns, wenn die neutral sind. Wie geht's dir? Nicht viel. Wenn es Verbündete sind, reden sie mehr mit uns. Aber ja. Sammeln, tauschen, aufklären, überfallen. Manchmal ist der Ablauf ziemlich eintönig. Fragezeichen. Okay, das ist einer der Fuchsfüchse. Oder was? Ja, ich glaube schon. Stehen geblieben. Wo willst du hin? Ein bangendes Krokodil. Laufen wir in die Richtung der anderen Markierungen. Hier wachsen Pilze. Okay, dann sollten wir uns ein bisschen drehen. Deinen Berghang hoch. Exakt. Das muss doch. Dann halt nicht. Wir sind geradewegs ins neue Gebiet. Wir sind auf dem richtigen Weg. Oh oh. Der Schallfaden ist noch ein bisschen weg. Müsste ich mal versuchen hochzukommen. Nee, ist nix. Steckt man ab und zu mal ein bisschen fest. Das freizuschaltende Gebiet ist genau vor uns.
Hochland. Ja, gucken. Ah, sehr schön. Kommen wir gleich hier weiter und durch den Dorf und durch den Sumpf und dann wollen wir hier mal weiter in die Richtung gucken. Das wäre mal eine Idee. Hier ist aber niemand, oder? Unbewohntes Land hier. Wow. Hübsche Aussicht. Aha, aber hier ist eine Stadt. Ist das eine der Fuchsstädte oder? Okay, kommen wir nicht rein. Hier können wir nicht rein. So, wir gucken jetzt da in die Richtung, da müssen wir hin. Da mache ich mir mal eine Markierung. Ja, hier zum blauen. Direkt zum blauen Pfeil müssen wir hin. Und da ist das nächste Gebiet, was wir, das Waldgebiet dort. Das wollen wir erkunden. Wow. Tolle Brücke hier. Da muss ich erstmal hin. Hier sind wir im Fuchsgebiet, ja, das wird eine Fuchsfestung sein hier wieder. Sehr schön. Fuchsi. Schön, dass du vorbeikommst, Mensch. Ja, mit dem bin ich schon befreundet. Hier, Herr Bürgermeister. Habe die Ehre. Der ruht sich aus. Wie geht's dir? Jetzt ruht er sich nicht mehr aus. So, wir müssen mal dann mal weiter. Ab ins Waldgebiet. Ja, dann müssen wir nur hier über den Fluss und dann wären wir schon da. Guck mal hier, ob es hier noch was zu finden gibt. Oh oh. Überraschungseffekt verkackt. Oha. Nicht sterben. Ich sagte nicht sterben. Du darfst sterben. Mein Hauptcharakter nicht. Ein paar Wolche besiegen unterwegs. Okay, die müsste ich mal essen. Und zu dem blauen hier wollte ich. Ups. Autsch, das tat weh. Ich habe mich hier mit den Füßen noch aufs Land gehüpft. Kommen wir hier irgendwie hoch? Ne, kommen wir nicht. Da oben kommen wir auch nicht. Spritzige Wasseranimation. So, sehr schön. Im besten Gebiet sind wir jetzt hier eingeraten. Kellwald. Die Elche. Sind zweindselig. Das ist schlecht, dass wir jetzt mitten in deren Gebiet sind. Naja, Bürgermeister. Hier ist der Punkt, den ich markiert hatte. Mitten in Elchtown.
Oder Hirsch, bin mir da nicht sicher. Das ist unsere Heimat. Interessant. Kann sie im Angriff nicht lange überleben. Das bringt auch nicht viel. Wir haben noch nicht viel. Heu wird da nicht helfen. Die Ruinen. Können wir hier was mitnehmen? Das Trainingsruin hier hat sie mal wer trainiert. Aha. Können wir rüber? Ein Luftparcours. Sehr schön. Jumpen an. Oh nein! Sehr schön. Nein! Zu schnell gelaufen. Jetzt will ich den Trainingsparcours. Achso, ist schon unten. Jetzt nicht mehr. Ups. Wir haben noch nirgends ein Bett gefunden. Ah, Zielflagge. Tada. Ja, schlafen können wir, wenn wir tot sind. Kleiner Trainingsplatz. Oha. Mond. Au! Ne, das sind Wölfe, welche am Ende das sind. Welche, die wir haben. Die Kugeln gehören, glaube ich, keinen. Die kann ich einfach unterwegs mitnehmen. Auf die Map geguckt, da sollte ich vielleicht ein bisschen in die Richtung. Exakt. Die mir bringen, weiß ich noch nicht. Vielleicht kann ich sie irgendwo mal teuer verscherbeln. Da oben scheint es was Nützliches drauf zu geben. Okay.
aufkommen, ist jetzt ein bisschen schwieriger. Ein bisschen Mahnholz mitnehmen. Hier ist ein Fuchsschrein. Ja, können wir auch mal machen. Ich brauche was jetzt dringender an anderer Stelle, aber was soll's. Wenn wir bei einem Schrein sind, wir können die ja noch weiter freundlicher machen. Das sind Füchse, die greifen mich nicht an. Waschrichtung, exakt die entgegengesetzte Richtung. Ich muss mal hin. Am Ende ist es dann. Ist er dann hier in der Heimat, wo wir ihn gar nicht entdeckt, wo wir ihn gar nicht gedacht hätten. Das sind die Füchse, die unterwegs sind. Hier lang, oder? Nee. Hier lang. Noch ein bisschen. Ja, exakt hier lang. Wer fällt ein? Was haben wir denn hier? Ach so, hier waren wir gerade eben. Ich glaube, hier müssen wir weiter durch die Wüste. Ja, genau hier lang. Runter zu springen wäre vielleicht nicht die klügste Idee. Dann gehen wir mal hier lang. Haus. Okay, die Kisten können wir nicht kaputt machen. Explosiver Stolperdraht. Aha. Interessant. Das müssen wir jetzt hier unterfertigen. Ist gar nicht mal so schwer zu machen. Wozu brauchen wir explosiven Stolperdraht? Nicht lang. Tunneldünen. Ja, exakt hier wollen wir erkunden.